Hallo, einen schönen guten Tag euch allen da draußen zu einer weiteren Folge von Wissen macht frei. Ja, und ich möchte nochmal ganz kurz auf das vom letzten Video von mir zurückkommen, und zwar auf die Basis von allem. Das hier ist, wie gesagt, das Deutsche Reich, auf dem wir uns immer noch aktuell befinden. Alle Gesetzeslage aus dem Deutschen Reich auch aktiv sind, denn hier herrscht das Völkerrecht. Ja? Das muss man einfach verstehen und begreifen, dass hier das Völkerrecht voll und ganz greift und wirksam ist. Diese fliegende Untertasse hier, die sogenannte damalige Bundesrepublik in Deutschland, in dem Deutschen Reich, deswegen BRID, hat sich, wie wir ja jetzt wissen, 1990 verflüchtigt. Ja? Also diese sogenannte Bundesrepublik, die von den Alliierten gegründet wurde, hat sich aufgelöst. So, gut, wie das manchmal so ist, fliegt dann auch so eine Unterscheibe wieder irgendwo hin. Nur, jetzt möchte ich euch eines noch kurz vorlesen, dass euch das auch klar und bewusst wird, dass es so ist. Denn auch das wurde nochmal 1990 geändert. Der Artikel 146. Könnt ihr bitte nachlesen, und ich animiere dazu. Ich fordere euch auf, recherchiert bitte selbst. Ja? Ich ziehe das zwar hier raus, aus dem Internet, oder es steht da auch geschrieben, weil es einfach Pflicht ist, dass ich es schreiben müssen. Ja? Und weil eine Gesetzeslage da ist, die ihre Gültigkeit hat. In dem alten Artikel 146 stand noch drin, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Den kennen sehr viele. Der wurde auch im Geschichtsunterricht immer und immer wieder dann vorgelesen mal. Und der neue 146er seit 1990 sagt Folgendes aus. Der Schluss des Textes ist wie der ursprüngliche Text von 1949. Der Anfang hingegen lautet wie folgt. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit, also jetzt das erste Mal das Wort, Vollendung der Einheit, und Freiheit Deutschlands, für das gesamte deutsche Volk. Also ihr seht, in dem vorigen Video habe ich ja gesagt, Deutschland als Ganzes mit Pommern, mit Ostpreußen, Westpreußen, mit Schlesien, mit Elsass, Lothringen. Ja? Das gehört alles dazu, denn hier steht es drin, ganz klar, für das gesamte deutsche Volk. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt die sogenannte Wiedervereinigungstäuschung dieses gesamte deutsche Volk schon wäre oder betrifft. Ne? Das ist zu unterscheiden. Ja? Also die Vollendung ist noch nicht vollzogen. Das steht in dem Neuen jetzt drin. Jetzt haben wir aber ja erfahren, dass durch die Auflösung der Bundesrepublik. Weil, warum? Ja, genau, weil der Artikel 23 fehlt.
Jurastudium, erstes Semester, habe ich gesagt, ja. Ohne Geltungsbereich ist das hinfällig. So, welche Gesetzeslage haben wir denn nun hier, ich sag mal, im Deutschen Reich, auf dem Boden des Deutschen Reiches oder in Deutschland aktuell zur Zeit am 1.12.2021? Ja, das Grundgesetz AD. Aber was sehen wir? Wir sehen alle noch, genau, das Völkerrecht. Das Völkerrecht hat nach wie vor Gültigkeit. Nur ist es so eine Sache, was die Staatsgewalt angeht, die hat man dem Ganzen genommen. Das Objekt Deutsches Reich oder das Subjekt Deutsches Reich ist nach wie vor immer noch da. Die Bevölkerung, du und ich vielleicht, ja, immer noch daraus. Und das Thema ist, wie kommen wir wieder dorthin zurück, dass wir das wirklich erlangen, was hier einst war. Auch mit der Staatsgewalt. Nun, ich habe ja gesagt, Carlo Schmitt, Carlo Schmitt. Und ich möchte nochmal aus der Grundsatzrede vor dem Parlamentarischen Rat vom 8.9.1948. Carlo Schmitt mit D hinten. Hört euch bitte kurz an, was er zu sagen hat diesbezüglich, wie wir dazu kommen, wer das ist und wer das macht für uns, wie wir wieder in einen anderen Rechtskreis kommen. Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muss man dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst und nicht die Sache sogenannter staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher genehmigen lassen müssen. Habt ihr das gehört? Also wenn sie es ja richtig machen würden überhaupt, ja, dann müssten sie sich alles, jede Akte, er sagt es ja, jede Akte, müssten die sich ja vorher von den Alliierten genehmigen lassen. Ja? Nur das deutsche Volk selbst hat es in der Hand und nicht irgendwelche Vertreter, die nur für eine Ordnung hier sorgen sollen. Also werde dir dieser Worte bewusst, du hast die Entscheidung, wie wir wieder hierher kommen in diese Staatlichkeit. So, und was haben wir denn jetzt hier wirklich für ein Gesetz bei uns noch? Was gilt? Was greift? Man könnte auch sagen, was Anwendung findet. Ja? Interessanterweise wollen ja die hier, ich nenne sie Regierenden, ich weiß nicht, ob wir die regieren, die Bestimmenden, nenne ich sie jetzt einfach mal, die irgendwas nur bestimmen, ja, die aber keine Basis haben, um das zu bestimmen. Das heißt, das sind Menschen wie du und ich, die meinen, etwas sagen zu müssen einem Dritten oder einem Zweiten oder wem auch immer und unterliegen selbst normalerweise den Alliierten. Gut, da haben sie sich ja davon distanziert. Die Möglichkeit hätten sie alle gehabt. Jetzt liegt es an dem deutschen Volke selbst zu handeln. Okay. Manche haben es immer noch nicht gecheckt. Ist nicht schlimm. Es ist auch schwierig zu verstehen. Ja?
So, hier ist das Deutsche Reich oder genannt Deutschland. So, dann gab es ja ein Besatzungsstatut, ja, das Grundgesetz und ja, eine Staatssimulation, mehr war es nicht. Ja. Die Bundesrepublik, die hat nur Staat gespielt. Ja. So, und da es viele nicht wussten, haben sie sogar noch dort einen Personalausweis beantragt. Das haben sie selbst gemacht. Das heißt also, in dem Moment passiert Folgendes. Sie wollen immer mehr die Menschen in der Verwaltung ihrer Person von hier unten, ich zeige es ganz klar, von Grund- und Bodenrechte, ja, hier, auch nur hier, kriegt ihr eure wahre Auskünfte aus dem Katasteramt. Das habe ich ja vorher gesagt, Unterschied zwischen Grundbuch, ja, und Katasterauszug. Das hier ist Grund- und Bodenrechte. Das hier oben wäre nur Grundbuch. Hat nichts zu sagen, weil das fliegt weg und dann seid ihr auch mit dem Grundbuch weg. Ja? Sie wollen die Menschen in der Verwaltung ihrer Person von hier unten einfach nach oben ziehen und das hier unten ganz einfach vernachlässigen. Das Deutsche Reich als solches nie wieder großartig erwähnen. Ja? Aber ihr habt ja gesehen, es ist nach wie vor aktiv, völkerrechtlich, die Schäf-Gesetze, Schäf Großbuchstaben geschrieben. Sie wollen sie hier hochziehen, dass das hier unten vergessen geht. Und die Jüngeren unter euch, die heranwachsenden 18 Älter, die einen sogenannten Ausweis beantragt haben, liebe, liebe Leute da draußen, ich kann euch nur empfehlen, den Personalausweis wieder dorthin zu geben, wo er hingehört. Hierhin, in die Flugscheibe. Nicht einfach nur verfallen lassen, weil er das Verfallsdatum erreicht hat. Es verfällt trotzdem nicht. Ja? Ihr habt nämlich die AGBs eines sogenannten Personalausweises nicht gelesen und die bekommt ihr auch nicht zu Gesicht. Das hat auch seinen Grund. Dann müsst ihr wieder ganz offiziell den Personalausweis dorthin abgeben, wo er hingehört, nämlich zu der Verwaltung. Auch wenn keine sogenannte Bundesrepublik mehr da ist, sondern nur noch eine Verwaltung. Das heißt ja auch offiziell ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet mittlerweile. Ja? Das ist interessant, habe ich auch gesagt, bei der UNO nur geführt als Germany, als NGO, eine Nichtregierungsorganisation. Ja? Da müsst ihr den ganz offiziell den Personalausweis abgeben. Am besten geht ihr persönlich dorthin, weil ihr tut das ja für eure natürliche Person und gebt die juristische Person, gebt ihr im Prinzip dorthin, wo sie hingehört, hier auf die Flugscheibe. Ja? Das müsst ihr wissen. Gebt ihr ab mit einem Begleitschreiben, da gibt es bestimmte Formulierungen, habe ich auch getan. Ja? Um sich hiervon komplett zu distanzieren, weil das ist immer noch der Nachfolger des Dritten Deutschen Reiches. Und wer das wohl war, wissen wir. Und da hat sich seit 1933 nichts geändert. Die Alliierten lassen uns den Spielraum, um das zu erkennen. Das müsst ihr wissen. Jetzt umso mehr. Sie greifen erst dann ein, wenn wir uns auch dessen bekennen hierzu, ja, dass wir nicht mehr dem Nationalsozialismus angehören. Ja. Wir brauchen im Prinzip auch keinen Personalausweis, alles Humbug. Leider gibt man uns nicht den Ausweis, der uns zusteht. Den müssten wir nämlich beim Auswärtigen Amt beantragen. Ja, es ist logisch, weil die Verwaltung, die arbeitet hier nur
in ihrem Sektor. Das heißt, alles, was dieser Verwaltung zugehorcht ist und untertan ist, das heißt also auch ein Einwohnermeldeamt, das befindet sich hier auf dieser Flugscheibe. Willst du aber natürlich hier runtergehen, musst du zum Auswärtigen Amt. Das ist ja dann auswärts, außerhalb dieser Flugscheibe, nenne ich sie jetzt einfach mal. Gut, auch das solltet ihr wissen. Dort einen Ausweis für euch zu beantragen. Ich bin mal gespannt, ob der euch ausgestellt wird, weil das verweigern sie uns nämlich. Jeder andere, der da ankommt, ob das von Syrien ist, ob das Ägypten ist oder sonst was, das wird dort bearbeitet. Aber aus dem Deutschen Reich her wird es nicht bearbeitet. Und das ist schon interessant, dass man uns da etwas nicht gibt, was uns zusteht. Ne? Einen Ausweis für das Deutsche Reich. Gut, welche Gesetzeslage herrscht hier? Jetzt könnt ihr ja sagen, wenn ja nichts mehr herrscht, ist ja super. Ich habe gesagt, Völkerrecht greift auf jeden Fall. Ja? Das BGB, Deutsches Reich, alles klar, Staatsrecht. So, Grundgesetz, c'est la vie. Was greift denn sonst noch? Naja, wenn man genau hinschaut, erkennt man es. Denn alle sind einfach zu finden auf einer UPIC-Plattform, wo einfach das Handelsrecht gilt. Und klar, wenn das Handelsrecht gilt, ist auch hier bei uns noch das Seerecht, auch auf Festland, noch zugange. Handels- und Seerechte, die greifen hier bei uns. Mehr ist es nicht mehr. Was bedeutet denn jetzt Handelsgesetz? Naja, das heißt ja auch Verwaltung in dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet, also Wirtschaft, Handel betrieben. Handel ist immer wieder Angebot und Nachfrage. Das heißt, es kommt ein Angebot hinein. Oftmals bleibt das dort liegen und wird nicht zurückgeschickt und wird nicht gesagt, nein, danke, Angebot brauche ich nicht. Du kannst es natürlich auch liegen lassen. Ja? Aber wenn du gleich von vornherein für Ordnung sorgst, dann ist das vollkommen in Ordnung und du zeigst, wo du stehst. Du kannst einfach sämtliche Militärregierungsgesetze kannst du da benennen, wenn du möchtest. Doch der Souverän, der Mensch als solches, upsala, der Mensch als solches erklärt nichts. Der Mensch als solches proklamiert. Ja? Er fordert und weist an. Und du musst wissen, wie die Gesetzeshierarchie überhaupt aufgebaut ist. Also, zuerst kommt immer das internationale Recht. Ganz oben stehen die Menschenrechte. Und das ist klar, du erinnerst dich mit der Schranke, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Ja? Das ist schon mal ein Gesetz, was auch hier bei uns greift. Und das haben die ja unterschrieben und dafür müssen die gerade stehen. Auch wenn sie es nicht kennen. Ja? Oder so tun, als würden sie es nicht kennen. Menschenrechte sind ganz wichtig. Bevor du ein Grundgesetz hochhalten möchtest, halt einfach das von den Menschenrechten hoch. Ja? Gibt es auch. Dann als nächstes nach den Menschenrechten, das ist die Hierarchie der Pyramide, kommt Staats- und Völkerrecht. Aha, guck mal da. Das Deutsche Reich kommt schon direkt nach Menschenrechte. Ja? So, dann kommt natürlich noch die Haager Landkriegsordnung, kurz genannt HLKO. Das ist Völkerkriegsrecht. Ja? Dann kommt die Besatzungsrechte. Und da wir hier noch ein besetztes Gebiet sind, das sagt auch der rote Reisepass aus, sind darin die Schäfgesetze, die Smart-Befehle, die alliierten Kontrollratsgesetze,
Gesetze der Alliierten Hohen Kommission und ganz unten Besatzungsstatut, sofern es dennoch eine Gültigkeit hätte. Da hier 1990 gemauschelt wurde, haben die Alliierten gesagt, das zählt auch nicht mehr. Also das Besatzungsstatut, das Grundgesetz ist AD. Das ist nur noch im Privatrecht einzusetzen, wenn du das möchtest. Aber wo willst du Privatrecht noch einsetzen dann großartig? Ne? Du willst dich doch nicht privat mit einem mit der blauen uniformierten Sache, der eine Dienstleistung noch macht, ja, wo da P-O-O-L-I-Z-E-I draufsteht, ne, in Großbuchstaben, daran erkennst du es, Handelsrecht, Polizei. Ja, das ist interessant. Ja. Wir sind jetzt hier jedoch bei dem, was ich euch vermitteln möchte, welche Rechte hier noch gelten oder Gesetze hier noch gelten. Ja. Also, das, was sie machen, was sie täuschen hier bei euch oder uns allen, ist Vorsatz. Laut Völkerrecht jetzt, und das ist interessant, liebe Leute, laut Völkerrecht verjährt sowas wann? Genau, nach Völkerrecht verjährt sowas 30 Jahre nach dem Friedensvertrag erst. Ja? Vorher läuft die Zeit erst gar nicht. Und jeder, der euch jetzt irgendetwas getan hat, wo ihr das schriftlich habt, ja, ist nach BGB 823 und 839, auch wenn er in einer Staatssimulation war, ne, selbst privat vollumfänglich haftbar für den Mist, was er getan hat. Und deswegen unterschreibt auch kein Richter mehr irgendein Urteil oder irgendein Spruch oder sonst was und gibt das nach draußen, weil er weiß um die Sache. Er würde dann privat vollumfänglich haftbar gemacht werden. 30 Jahre noch nach dem Friedensvertrag. Und der steht ja so kurz vor der Tür, habe ich so das Gefühl. Also er ist mehr greifbar denn je. So, und was besagt zum Beispiel... hier. Wo habe ich es denn? Hier. Die Haager Landkriegsordnung, Artikel 46 und 47. Lest euch auch mal die Haager Landkriegsordnung durch, HLKO. Der Artikel 46. Ich lese gerade den letzten Satz daraus und das ist der wichtigste aus 46. Das Privateigentum darf nicht entzogen werden. Also wenn du jetzt eine Zwangsversteigerung hattest von dieser Verwaltung hier, heb dir die Unterlagen sehr gut auf. Und der nächste Artikel, Artikel 47, die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. Was versteht man denn unter Plünderung jetzt? Ja? Naja, du erwirtschaftest ja durch deine Arbeit Schweißgeld. Und du sollst angeblich irgendwas bezahlen. Und das ist Plünderung. Ich sage Folgendes, wenn irgendeine Behörde irgendetwas von mir möchte, als Beispiel, wenn du behauptest, dass dir das Haus gehört oder das Auto gehört, dann hast du einen Kaufvertrag. Von dem Auto hast du dann sehr wahrscheinlich auch noch einen Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, ja? Und von dem Hauskauf hast du auch sehr wahrscheinlich notarielle Beurkundung, die du vergessen kannst. Aber wenn du clever bist, holst du dir einen Katasterauszug und den kannst du mir immer vorweisen. Den gibst du niemals aus der Hand, den weist du mir vor. Das kannst du belegen. Und ich frage extra die Behörden hier, okay, Sie behaupten oder Sie sagen, Sie wären im Staatsrecht unterwegs, dann sagen Sie mir doch mal und geben Sie mir bitte eine notarielle Beglaubigung, dass Sie hoheitlich tätig sein und werden dürfen. Ja? Also, du
als Mensch verlangst von dem anderen nur das, was er behauptet, dass er hoheitlich tätig werden dürfe über deine Person. Er müsste entweder von den Alliierten eine Genehmigung haben, oder er müsste selbst irgendwie hoheitlich tätig sein, dass er dann belegen kann und darf. Auch ein Richter, auch ein Notar, auch ein Rechtsanwalt. Wenn die das alle nicht können, dann schaffen sie für dieses illegale System, was nur täuscht. Also ich will nicht sagen, dass sie illegal sind, sondern sie täuschen uns ja alle nur. Und dann ist die Frage, will ich mich noch länger täuschen lassen in diesem Theater drin oder stehe ich endlich auf und gestehe mir das ein und behalte meine Stimme? Das ist wichtig, dass du deine Stimme behältst und nicht abgibst, ja? Und sie dann erheben kannst. Das ist wichtig zu wissen. Ich hoffe, in diesem Video ist das rübergekommen, wie du zukunftsmäßig hier handeln kannst und dich ausprobieren kannst. Ich appelliere einfach nur an euch, hört auf, diesen ganzen Quatsch und Turnus und Usus da mitzumachen. Ja, es geht langsam an das Aufwachen. Ja, wir sollten dieses Dritte Reich verlassen und aufwachen und endlich eigenständig werden und eintauchen ins Völkerrecht, in das Erste Deutsche Reich. Und uns alles holen, was uns zusteht. Ja? Und denkt an HLKO, an Artikel 46 und 47. Das Privateigentum darf nicht entzogen werden. Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. Ausdrücklich untersagt. Ja, ihr Lieben, ihr wartet natürlich auf die Lösung. Ja, wo kannst du dich hinwenden, wenn sowas ist? Wie verhältst du dich? Wie gehst du genau vor? Und so weiter und so fort. Was tust du und was machst du? Du kannst direkt natürlich antworten, ist klar. Du kannst dir Zeit lassen. Ich habe gesagt, 30 Jahre nach Friedensvertrag. Du wirst es erfahren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Spaß mit diesem Video, mit Wirken lassen. Ja, ich weiß, ich sage es und ich betone es nochmal, es klingt scheinbar schizophren. Doch wenn du genau schaust, da draußen, was da läuft, das ist schizophren, oder? Erst impfen lassen, eine Impfung bietet Schutz, die zweite Impfung, ja, weil die Mutation ja drin, die dritte Impfung brauchst du, ja, jetzt brauchst du eine Booster-Impfung, ja, und dann brauchst du ohne Impfung gar nirgendwo mehr hinzugehen, ja, ist das nicht ein bisschen schizophren? Doch, das ist mehr wie schizophren, aber wie gesagt, die da draußen dürfen ja alles machen, was sie wollen, wenn du ja dazu sagst, und das ist einfach, es liegt nur an dir, wie du reagierst und handelst, was du tust und machst, ja? Und ob du dich dem unterwirfst oder sagst, halt mal, was passiert denn, wenn wir alle zu Hause bleiben? Ja, sie kriegen dich übers Geld, genau. Sie kriegen dich über deine Psyche. Sie kriegen dich nur über deine Psyche. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Das solltest du wissen. Schließt euch einfach wieder in Gemeinschaften zusammen. Eine stützt den anderen. Wir stützen einen Bundespräsidenten, der fürs Volk ist. Und die haben auch die ganze Zeit nur Bundeskanzler und Bundespräsident gespielt. Die waren nicht wirklich für uns als Volk da. Nicht ein einziger hat uns wirklich vertreten. Niemand hat uns wirklich vertreten. Frau Merkel hat ja selbst gesagt, sie interessiert Deutschland nicht, sie interessiert nur Europa. Ja, was willst du denn da mehr? Ja? Also es ist doch alles gesagt, nur wir wollen es nicht hören, weil es nicht in unserem Tunnelblick ist, ja? Weil wir uns dafür noch nie so weit geöffnet haben, dass noch was anderes da sein könnte.
das vielleicht noch Gültigkeit hat, rechtens ist, ja, also gültiges Recht ist, kein geltendes Recht, ja, was hier gespielt wird. Immer wieder bringe ich diese Worte hinein, dass hier das bewusst wird, was dort läuft, ja, was hier nur für ein Theater gespielt wird. Und ob du jetzt darin weiter als souveräner Teil hier im Völkerrecht unterwegs bist oder ob du weiter in diesem Simulationsgebilde hier oben da bist, ja, wie lange willst du diese Scheibe noch hier aufrechterhalten, dass sie da rumfliegt um uns herum? Ja, ja, Herrgott, Margot, es ist so schön, einfach aufklären zu dürfen. Und ja, vielleicht war es an der Zeit zu früh damals, als ich mich auf den Weg gemacht habe, aus Idealismus etwas bewegen zu müssen. Vielleicht fängt die Zeit jetzt erst an, wie auch immer. Liebe Menschen da draußen, vereinigt euch. Es ist egal, ob du geimpft bist, ob du nicht geimpft bist. Ja? Schließt euch auf jeden Fall wieder zusammen. Gruppierung. Lasst das nicht entstehen, was die da draußen wollen. Ja? Ob das in der Familie schon ist, geimpft oder nicht geimpft, das spaltet. Ja? Es ist Bullshit, was da passiert. Ja? Ob die Alten das nicht gewusst haben und jetzt hier aufgeklärt darüber wird. So. Und die Jungen denken, oh Mann, wieso? Leute, auch ein Appell an die Jungen. Ihr seid selber im Hamsterrad gerade drin, ja, und habt diesen Tunnelblick hier. Ja. Ihr öffnet euch selber nicht für sowas. Ja. Weil ihr ja nur das andere hört. Ihr hört nur das andere. Sämtliche Medien berichten nur so. Sämtliche Politiker, die alle geschmiert und gekauft sind, von eurem Geld übrigens, das ihr ja einzahlen tut, in eine Verwaltung, die nichts zu verwalten hat für dich. Ne? Das ist interessant, ja, das zu wissen. Ja? Liebe Menschen da draußen, liebe Freunde, seht es genauso. Auch wenn ihr jetzt aufgeklärter seid, schickt dann das Video rum, teilt es von mir aus. Es ist, glaube ich, wichtiger denn je. Denn das berührt mich in meinem Herzen. Wenn das weitergeschickt wird, wenn das viele Menschen erreicht, wenn es zur Aufklärung beiträgt, bin ich dankbar dafür. Und ich habe auch eine Verpflichtung meinen Kindern gegenüber. Ich möchte mir irgendwann nicht vorhalten lassen von meinen Kindern: Papa, wieso hast du denn nichts gemacht und getan? Ja, es ist doch unsere Zukunft. Es stimmt und es wird für uns alle Zeit zu handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne sage ich hierfür erst einmal Danke. Danke fürs Liken und wenn du Daumen runter machst, dann darfst du dich selber mal fragen, wo bist du denn noch so stark involviert in dir drin, dass du das immer noch für unmöglich hältst, dass du das immer noch für nicht wahr hältst. Wo ist dein Geist in dir noch gefangen, ja? Dass du dich nicht deinem Horizont Erweiterung öffnest, sondern dass du immer noch kleindenkend das glaubst, was viele Jahrzehnte auch unsere Eltern geglaubt haben und die nur getäuscht worden sind. Doch ich lasse das auch bei dir. Ich kann auch ein sowas annehmen und akzeptieren. Denn es ist deine freie, eigene Wahl, wie du immer entscheidest, was du machst. Doch eins sei gewiss: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und nicht handeln, ja, schützt auch nicht vor Strafe. Auch wenn du in einer Position bist, wo dir das bewusst sein sollte. Ob als Kaufmann oder nur als Angestellter irgendwo in einer Verwaltung, in einer Behörde. Ja, auch du darfst dir darüber Gedanken machen. Und du solltest dir immer anfangen, gleich Gedanken zu machen. Es wird Menschen geben, die einfach sagen, okay, es darf sowas wie 33, 45 nicht mehr passieren. Hier gibt es immer noch Menschen, die dann meinen, so hantieren zu müssen. Dann musst du auch mit diesen Konsequenzen rechnen und leben.
Das ist ganz klare Sache. Jede Handlung trägt auch eine Konsequenz. In diesem Sinne wünsche ich euch nur liebe, gute Zeit und viel, viel Herzensliebe nach draußen und viel Aufklärung oder anders gesagt, ein neues Bewusstsein kehrt vielleicht auch bei dir ein. Ich danke fürs Zuschauen und Hinhören ist wichtiger wie nur Schauen. Adios!